Einen wunderschönen guten Abend zusammen, <laughs> Rui. Ich muss dich noch ein bisschen ins Zähne, ins Zähne rücken. <laughs> du bist so ja, abgeschnitten wirklich, an der einen Seite. <lacht> Aber erst einmal sage ich: einen, ich Na, wir, wir verschaffen dir Raum, lieber Rui. Einen herzlich Willkommen, ja. <laughs> Rui. <Ruhe>. Wunderschönen guten <laughs> Abend. Und wir hatten schon alle Kanäle offen, habe ich gerade gehört. Ihr habt uns schon also mich zumindest reden gehört, <laughs> aber ich habe nichts Unflätiges gesagt, wie sie es gebührt beim heutigen Thema bleibende Vornehmen. <laughs> Nein, hast du nicht. Ja, und ähm, wir ja. sind ja heute. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute ja, ich zugeschaltet habe ich eine habt. Mit dem Ton. Ja, das wird sich wahrscheinlich dann so. äh, noch geben. Der Roe ist etwas asynchron. Jetzt hören wir dich gar nicht mehr, Rui. Aber ich höre euch. Ah, jetzt kommt was. Jetzt. Ja, gut. Wunderbar. Okay. Wir warten ja. einfach. Du weißt ja, dass sich das oft ein bisschen beruhigt. Ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und wir heute ein bisschen über mich und die traditionellen. Orakelkarten reden. Ja, ich freue mich natürlich auch, ähm, dass du Zeit gefunden hast, so kurz vor dem Beginn des Kurses noch einmal ähm, auf diese wunderschönen Orakelkarten hinzuweisen. Den fleißigen Zusehern ähm, der, ähm, der Geheimnisakademie sind natürlich die traditionellen Orakelkarten schon längst ein Begriff, aber vielleicht hat der ein oder andere. Auch ähm, ja noch nicht so hat ein noch noch nur einen blassen Schimmer und möchte gerne daraus ein leuchtendes Licht machen und dazu treffe ich mich heute Abend mit dir, lieber Rui, denn man muss es sagen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Experten auf diesem Gebiet mit den traditionellen Orakelkarten ähm, und ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt sonst niemanden außer dir, der mir über den Weg gelaufen ist, der sich so ernsthaft damit beschäftigt hat. Also, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du eigentlich der Einzige bist. Ja, ja, es gibt äh, noch ähm, in Deutschland ähm, eine Autorin, die, wie wir vor sieben Jahren das eine Buch geschrieben haben, auch eins auf den Markt gebracht hat, Mark hat. Ähm, ich glaube, die wohnt in der, im Großraum Köln. Ähm, hat aber danach nie mehr äh, was äh, ähm, veröffentlicht, also ich habe nie mehr was von ihr gelesen. Es gab dann noch einen anderen, der allerdings äh, seine Bücher nur äh, den Text geschrieben hat, der hat nie die äh, Bilder dazu bekommen. Also es gibt wirklich ganz wenig, leider ganz wenig äh, Literatur dazu und das finden wir schade. Wobei auf der anderen Seite natürlich man sagen muss, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal dann auch von dir. Und neben deiner Beschäftigung als Autor mit dem Thema bist du natürlich schon seit vielen Jahren, ich würde auch fast sagen Jahrzehnten, mit den Orakelkarten mittlerweile ja unterwegs in der konkreten Beratungspraxis. Das eine ist darüber zu schreiben und das andere ist damit zu arbeiten. Und was ich immer wieder feststellen muss, wenn ich mit dir über die Orakelkarten spreche, auch in unseren äh, Streams, die wir machen dazu, unseren Sendungen, dass vieles, was du über die Karten erzählst, einfach aus deiner profunden Erfahrung herauskommt und äh, kein, ich sag's mal so, angelesenes Wissen ist, sondern echt eine, ein, da, da spricht der Praktiker durch dich hindurch. Ja, das, äh, das ist auch so, wenn das, das äh, war auch früher so, äh, wenn. Wenn die, äh, wenn du irgendwo eine Lasagne gegessen hast, dann war das schon Lasagne, aber keiner hat so gut Lasagne gemacht wie Mama. Ne? Also das, das ist nun mal so. Und, äh, das, äh, das kannst du drehen und wenden. Und ja, ich habe heute mal überlegt, ich habe 3,94 mit den Orakelkarten begonnen. Also seit damals begleiten sie mich. Mhm. Ich durfte dann auch in Zürich einen Damals sehr erfolgreichen Kartenleger Max Bolleter auch ein bisschen über die Schulter schauen. Der hat dann äh, ja nicht immer ganz äh, so äh, klar gearbeitet. Wenn er selber nicht weiter wusste, dann kam sein liebster Satz, der lautete, ja, du musst nur ein bisschen warten, dann kommt es schon. Und das war natürlich dann immer so die Metapher, ich weiß selber nicht mehr weiter. Also, das äh, waren so äh, für mich ganz tolle Momente, wo ich äh, heute noch dankbar bin für. Wenn du sagst, dass du so 93 damit begonnen hast, dann hast du ja jetzt dein drittes Jahrzehntjubiläum, oder? Kann man sagen? 30 Jahre Orakelkarten in deinem Leben. Ja, äh, wobei äh, damals war das halt dann äh, nicht so wie heute, wo ich im Prinzip äh, am Morgen neben den Karten aufwache und am Abend mit ihnen schlafen gehe, also jetzt bildlich gesehen. Mhm. Äh, damals äh, hast du sie gekauft und dann lagen sie mal. Äh, ein halbes Jahr im Schrank und dann hast du wieder rausgenommen und hast dir gedacht, ja, vielleicht funktionieren sie doch. Und, äh, oder, 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 das waren schon äh, so Momente, wo du eben dann nicht so äh, immer live und so hart dahinter warst, wie wir es heute machen. Klar, ich war damals ja auch äh, in einer anderen Anstellung. Mhm. Und kannst du dich noch erinnern, wie du überhaupt über diese Orakelkarten gestolpert bist? Also, wie sind sie in dein Leben gekommen? Ähm, ja, dazu muss man wissen. Äh, diese Karte ich zeige mal ein Bild, das man sonst selten sieht. Und zwar äh, ist das aus der Jubiläumsausgabe von der Firma Ferdinand Biatnik. Und so, so sahen die Karten aus, wenn mhm. man früher in der Monarchie ein, ein Paket Karten gekauft hat. Das, mhm. Die sind im Papier verhüllt und hier diese Aussparung hier. Mhm. Das ist der Beweis, dass die Karten auch ehrlich Produziert wurden und die, äh, der Kaiser dafür den Steuerobolus bekommen hat. Okay. Und äh, äh, diese Karten, diese, äh, heißt, heißt seit kurzem anders, diese Zigeuner-Wahrsagekarten, die gab es in jedem Bahnhofskiosk. Und äh, der Kiosk ist auch etwas typisch äh, Österreichisches: äh, ein Kiosk, also eine tabak Trafik heißt es in österreich das war ein privileg das hat die maria Theresia ihren soldaten vergeben die noch lebend aus den schlachten zurückkamen also die die überlebt haben bekamen dann das privileg tabak zu verkaufen und im laufe der, der jahre jahrzehnte jahrhunderte hat man dann hat man zeitschriften zeitungen den reisebedarf am bahnhofskiosk und übrigens auch diese karten hat man dann irgendwann auch immer wieder gesehen und jeder wusste mehr oder minder, das äh, sind so äh, ja, nette Gimmicks, aber wirklich auseinandergesetzt hätte ich mich äh, mit 20, äh, 25 sicher nicht. Mhm. Aber äh, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast sie, sagen wir mal, schon wie aus dem Augenwinkel wahrgenommen, aus früheren Zeiten, weil du vielleicht an irgendeiner Trafik sie mal gesehen ja. hast. Ja. Man kannte sie einfach. Die, ne? Also. Das ist in Österreich allgemein gut. Und ich habe dann mit dem Kartenlegen begonnen. Und ich war dann, es muss nach der Jahrtausendwende gewesen sein, nee, ja, es war kurz, nee, es war kurz vor der Jahrtausendwende, war ich bei einem Familienfest, wo auch meine Mutter war und meine älteste Schwester, die mich ja immer sehr gefördert oder motiviert hat, hat... Äh, dann gesagt, schau mal, äh, der Bruder legt Karten. Ne? Und meine Mutter hat kurz hingeguckt und gesagt, das ist nichts Neues. Ist nichts Neues. Und ich so, meine Mutter ist, war sehr gläubig mhm. äh, und sagte, ja, wie ist nichts Normales? Ja, sagte sie, schon die ihre Mutter, also meine, Großmut, also meine Urgroßmutter, hat in der Zwischenkriegszeit Karten gelegt mhm. gegen äh, Naturalien. Mhm. Und äh, das war aber zu Hause äh, nie Thema. Mhm. Das wurde totgeschwiegen und äh, das fand ich dann so spannend. Und äh, dann habe ich noch so meine Mutter gefragt, ja, hast du mal probiert, Karten zu legen? Dann sagte sie, ja, einmal hätte sie einer Bäuerin versucht, Karten zu legen. Das ist dann grausam in die Hose gegangen und äh, danach hat sie die Karten nicht mehr angefasst. Und äh, so, also bin ich durch sie zu den Karten gekommen, sondern es war einfach durch einen, ja, tollen Zufall. Also das heißt, die, die, die irgendwo waren die Karten, weil sie ein, ich sag mal ein österreichisches äh, äh, Kulturgut sind, waren sie irgendwo schon immer präsent und ähm, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, durch ein familiäres Ereignis sind bist du auf sie aufmerksam geworden, obwohl du eigentlich ich, vorher schon äh, Tarotkarten. Naja, ich, äh, ich habe mit ihnen schon gelegt, also es wurde dann okay. noch mal für mich. Ähm, mir noch mal erzählt, ja, das hat die, 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 die deine Urgroßmutter schon gemacht. Okay. Also, äh, es stört mich nicht, äh, mach einfach. Ähm, ich würde es nie mehr machen, aber ähm, es war okay. Ah, interessant. Und hm. jetzt, jetzt sage ich einfach mal so: Das ist natürlich ein, ähm, ein österreichisches Kulturgut. Ist dir bekannt, ob das über die Grenzen Österreichs hinaus auch irgendwo verbreitet war? Also, in der jetzt jetzt müssen wir ein bisschen größer denken und, ja. und vielleicht ein bisschen äh, zurückgehen in die ja. Zeit vor 1917. Mhm. Äh, Ferdinand Biertnik äh, war Geselle bei der Firma Moser in Wien mhm. und äh, dieser Meister Moser, der ist verstorben. Mhm. Ja, und zu dieser Zeit 1840 hat natürlich der Älteste oder der der, der, der der von den Gesellen der Beste war, die Witwe geheiratet, damit mhm. der Betrieb nicht äh, aufgelöst werden musste. Mhm. So, und dann war auf einmal Ferd Ferdinand Beatnik der Inhaber dieser Kartenmanufaktur mhm. Moser und hat die dann umbenannt. Mhm. Und so hat das eigentlich äh, diese Firma begonnen. Und dieser Ferdinand Beatnik hat dann sehr schnell seine Firma umbenannt in Ferdinand Beatnik und Söhne, denn er hatte drei Söhne. Und die sind dann so in dieser KK-Monarchie dann so richtig netzwerkmäßig ausgeströmt. Mhm. Und auf einmal gab es eine äh, Firma Beatnik in Prag. Auf einmal gab es eine Firma Beatnik in Budapest. Ne? Also, also gab es eine Dependance in Triest. Das war alles KK-Monarchie. Mhm. Ne? Heute sind das unabhängige Staaten, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Slowenien, äh, äh, Serbien, ne? aber zu dem Zeitpunkt, oder Teile von Serbien, aber das waren damals alles Teile dieser KK-Monarchie. So erklärt und sich wahrscheinlich auch, warum es so vielsprachig unten drunter immer ist. Ne? Das, ist das ist dann eben mit ein, 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 eine, eine Hommage an, an die Vielsprachigkeit äh, und man darf eins nicht vergessen. Die damalige K und K Monarchie ist der Vorläufer der heutigen EU, denn schon damals gab es keinen Zoll innerhalb dieses riesigen äh, Reiches und ich glaube dort wurden insgesamt 17 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Ja? Und von daher gesehen darf man nie vergessen, das war das, das ging hoch bis Moldawien, das, das ging runter bis Rumänien, das ging ans Mittelmeer. Teile von Italien, Teile von, von Deutschland waren so kleine KK-Inseln, Exklaven. Also, das, das war ein, 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 eine von, von, von der Wirtschaftsmacht her relativ ein, ein, eine große Kiste, wenn man so will. Mhm. Und da in, dieser, in diesem Wirtschaftsreich war eben Biatnik von den Kartenherstellern. Ein, unter den also würde heute äh, so was äh, ich sag's gehört habe äh, unter den ersten zehn die da Karten mhm. produziert haben und sie mhm. waren nur zur, äh, da ob ich ob ich es richtig habe sie sind die einzigen die diese Orakelkarten auch produziert haben also andere mhm. Kartenspielhersteller haben die nicht im Portfolio gehabt die hatten vielleicht ähnliche In aber nicht diese die sind sozusagen, man könnte sagen, angenommen es gäbe noch andere, waren die in jedem Fall die erfolgreichsten und die, die es bis heute auch geschafft haben. Ja. Ähm, wir haben dann äh, die Firma biatnik in Wien mal besucht mhm. und der Geschäftsführer, ein, 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 ein Neffe äh, von der Firma biatnik der hat uns dann in, sein, äh, mhm. in, in, in seine, ja, ich möchte es mal sagen, äh, geheime Halle reingelassen und dann hat er uns gezeigt, was er alles so im Laufe seiner Jahrzehnte aufgekauft hat an Auktionen. Und da lagen sicher 10.000 Kartendecks. <laughs> 10 und also jedes, da hatte nur Lateralschränke, dann hat er wieder einen aufgezogen und wieder raus. Und da, ach ja, da habe ich was an einer, ah, da war in St. Petersburg an einer Auktion und da war ich was da, und wir Kirsten und die sind ja so da gestanden und die Augen wurden immer größer und <laughs> die Mutter, wir gehen immer weiter nach unten. Das, also, diese, diese Firma Biatnik, das ist äh, eine, eine, ein Traditionsunternehmen, das muss man so sagen. Die produzieren heute noch, die drucken heute noch mitten in Wien. Ja, in der Hütteldorfer Straße. Ja, sowas gibt's dann einfach auch nur in Österreich noch. Ja. Ich denke mal, das ist ja vielleicht äh, ist das ja sogar schon die halbe Antwort auf die Frage von Anke. Sie hat gefragt, wann ist das ursprüngliche Kartenset eigentlich gedruckt worden. Sie hatte eben äh, mal gesucht nach einem Originalset und das ist vermutlich schwer und teuer zu bekommen. Davon gehe ich auch äh, mal aus. Ja. Also Original als solches wirst du nicht bekommen. Es gibt eine Form des äh, parallelen oder Vorläufers. Das sind die sogenannten Biedermeier Aufschlagkarten. Ja, ja. Das sind auch Orakelkarten, allerdings nur 32 mhm. Bilder und da fehlen einige. Wenn mhm. ja, die Karten, wenn man sie dann nebeneinander die, äh, vergleicht, dann sieht man die Vorgängermotive. Man sieht, wie damals äh, gelebt wurde, auch schon sehr gut. Das äh, ist auf diesen, auf den traditionellen äh, Orakelkarten ein bisschen weniger drauf, aber das sieht man dann schon äh, sehr, sehr nett. Äh, zum Beispiel bei der Karte Treue. Da sieht man richtig eine Friedhofsmauer mit einem offenen Tor. Mhm. Also von da gesehen, das wären meiner Meinung nach so die Vorgängerkarten zu den traditionellen Orakelkarten. Und nur noch, mal, nur noch, nur noch mal, wenn du so die Zeitstellung noch mal kurz: 1840 sind wir jetzt in ja. dem Zeitraum, so sind wir genau. Ja. 1840 äh, gibt Beatnik auch so, wurden sie wahrscheinlich mhm. in Auftrag gegeben. Man darf nicht vergessen, das war eine Auftragsarbeit für die Kartenmaler, die es damals gab. Und Beatnik mhm. hat das dann sehr erfolgreich gleich für sich übernommen und war da auch ähm, äh, sehr kreativ. Heute wird man sagen, die BR-Maschine hat er perfekt beherrscht, denn er ist äh, der Einzige, der diese, du hast es schon kurz erwähnt, der diese Karten im Portfolio hat. Und mhm. wenn, wenn man hergeht und sagt, Löm Karten, ja, Reisen durch Europa, jeder der heute noch Karten druckt, kann der im Prinzip ein Paket in die Hand drücken, und aber hier bei den bei diesen Karten ist Ferdinand Beatnik und Söhne in Wien die Nummer. Also, es sind auch die, auch, auch in dem Set, das ihr bei Königsfurt Orania rausgebracht habt, ähm, ja. sind auch die Original Piatnik-Karten natürlich drin. Genau. Ähm, da ist wohl eine Lizenzvereinbarung mit Königsfurt ähm, Orania äh, zustande gekommen. Aber nur die, äh, also auch nur dort werden sie gedruckt. Es ist also immer ein Original österreichisches Produkt. Ja. Es gibt also nicht irgendwo eine andere Druckerei, die die auch noch druckt. Also ich glaube, die Karten, die bei äh, den Sets immer beigelegt wurden, waren von Wien. Okay. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ne? Weil die haben wahrscheinlich auch die ganzen äh, Druckplatten und so weiter. Die Druckplatten, die haben die Kapazität und ja. äh, Bertnik gehört europaweit zu den größten Spieleherstellern, wenn der lustig ist, der macht mal die Druckstraße von links nach rechts und dann springen ja. da äh, in einer Nacht die Zehn, Zehntausende von, von diesen äh, Playing Cards raus. Ne? Also, ja, super. also die, die haben da absolut keine ähm, äh, die haben Probleme da keine. Ich sag mal, ja, und ähm, die Anke schreibt, äh, erwähnt noch gerade, dass der Begriff Aufschlagkarten interessant ist. Ich weiß nicht, ob sie da eine Frage mit verbindet. Ich habe mir da noch gar nicht gefragt, warum das Aufschlagkarten heißt. Wahrscheinlich, weil man sie aufschlägt, oder? Na, man hat früher die Karten geschlagen. Aha. Ja. Man das, hat ist ein Karten Begriff. das ist ein stehender Begriff quasi, oder? Aha. Genau. Ja. Und ähm, Anke ist sehr neugierig. Sie äh, meint auch, dass es noch ein altes Set, dass du noch ein altes Set hast, das andersfarbig ist. Also ja, die, äh, äh, die, die Karten wurden immer ein bisschen koloriert. Mhm. Äh, und mir ist das selber gar nicht so aufgefallen. Aber man sieht da in, 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 in dem großen Bild, das wir hier haben, äh, das ist noch ein Kartenset, äh, das wurde in den 80er-Jahren gedruckt. Mhm. Und da sind die Kartenfarben äh, ein bisschen anders. Das Set ist ein bisschen äh, abgearbeitet. Mit denen habe ich gut ein paar äh, tausend äh, Mal ge gearbeitet. Und ähm, dann wurden die Karten neu gestaltet. Und man kann das sehen. Ich lege da mal zwei Karten nebeneinander. Mhm. Und man erkennt es, dass die schrifttypen anders wurden Aha. Mhm. Mhm. bei denen die dann in den 90er jahren kamen wurde die schrift ein bisschen fetter eine nuance nur aber sie mhm. wurde fetter mhm. die farben blieben mhm. und dann hat sich äh, beatnik wieder aufgemacht und hat äh, wieder neu gedruckt mitte äh, ende der 90er jahre und man sieht jetzt jetzt wird die schrift anders ja, die wird kleiner. Ja, die wird anderen, genau. die wird Und zu diesem Zeitpunkt haben sich auch die Farben zum Teil verändert. Man sieht mhm. es äh, bei der Sehnsucht, da wurde die Kolorierung des Kleides ein bisschen heller. Mhm. Brauntöne wurden ein bisschen stärker. Ähm, mhm. Keiner konnte mir wirklich erzählen, warum das so wurde, aber man sieht, es hat leichte farbliche Veränderungen. Mhm. Ich glaube auch einfach, dass, dass der Reiz der Karten, also ungeachtet dieser, ich würde jetzt mal sagen, minimalen Veränderungen, sind sie aber in ihrer Art und Weise, die 36 Karten, immer gleich geblieben. Das ist ja auch ein bisschen der Charme, den sie mitbringen, dass sie uns durch ihr, dass, dass es da jetzt keine moderne Variante gibt. Ich meine, bei Tarot Dex und Lenormand, da macht dann jeder alle Nase lang ein gender- und queer Deck. Hier werden wir angebunden an eine Vergangenheit, die uns auf eine Art und Weise fremd erscheint. Ich betone das jetzt einfach mal, weil es mir auch so geht, ähm, weil es Wertvorstellungen sind, historische Zusammenhänge sind, die du natürlich präsent hast. Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt, mhm. die uns aber auch noch ein bisschen ja, ähm, Fantasie abverlangen, dass wir uns in diese Zeit zurückversetzen. Und zugleich, und das finde ich das Spannende, ist es... Obwohl es so eine zeitliche Distanz gibt, sind sie bis zum heutigen Tag so geblieben? Oder kennst du Versuche, die nochmal zu modernisieren? Gibt es die? Würde das Piatnik überhaupt zulassen? Ähm, ich habe wahrgenommen, dass auch Piatnik mit der Zeit geht. Mhm. Äh, ich habe jetzt erst vor Kur kurzem eine... Äh, ein Gespräch mit, mit äh, Mitarbeitern von Bjartnik geführt und äh, Bjartnik ist auch von den Namen Zigeunerkarten, Zigeuner-Wahrsagekarten weggegangen und nennt es jetzt traditionelle Wahrsagekarten. Also mhm. wir äh, haben da fast die gleiche äh, Namensgebung jetzt, ähm, ähm, aber ich. Ähm, ich glaube nicht, dass Beatnik hergeht und sagt, so, jetzt machen wir ein, ein modernes Set. Ähm, ich glaube, Beatnik liebt Karten mhm. oder, oder die Inhaberfamilie liebt Karten und darum haben sie Karten im Angebot. Äh, ich beobachte Beatnik äh, seit Jahrzehnten und äh, mir ist aufgefallen, dass sie äh, gewisse Karten reduziert haben. Sie sind noch immer stark in Passionskarten, sie sind stark im, im, in Tarokkarten, hatten sie auch oft im Angebot. Also das, das haben sie. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Beatnik hergeht und sagt, so, wir machen jetzt äh, traditionelle Orakelkarten 2.0. Mhm. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, wie gesagt, es gibt ja dann irgendwie so, dass man dann, du weißt es ja selbst. Ich meine, Tarotkarten, die werden ja praktisch, haben das Gefühl im Sekundentakt neu erfunden. Ähm, und irgendwo ist es doch ein, also sagen wir mal so, wo ich, ich liebe das sehr, dass äh, immer wieder mich mit neuen Interpretationen der Tarotkarten auseinanderzusetzen. Aber was ich finde, was einen großen Charme und auch eine Bereicherung in der Kartenszene allgemein ausmacht. Bei den traditionellen Orakelkarten ist, dass sie eben immer gleich geblieben sind. Mhm. Ungeachtet der kleinen ja. Nuancen, die du jetzt beschrieben hast, sie verändert sind. Mhm. Aber dadurch verbinden sie uns, also sie versuchen gar nicht erst sozusagen modern zu sein, sondern sie verbinden uns mit einer Vergangenheit, die äh, aus der wir alle hervorgegangen sind. Das muss man ja auch mal ja. so sagen. Ja. Und oh. da ist da, da besteht für mich auch eine gewisse Mystik, selbst darin besteht für mich die Mystik der Karten. Ja, und es kommt ja auch noch dazu, dass äh, die äh, traditionellen Orakelkarten gar nicht den Anspruch haben, mhm. modern werden zu wollen. Ja. Die Interpretationen, ja, wohl, weil mhm. sich ja auch unsere Sprache verändert, aber nicht ähm, unser, unser Kartenbild als solches. Mhm. Ja. Und ich oh. bin auch sehr, 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 sehr ja, zuversichtlich, dass sich ein kleiner äh, ja, harter Kreis hält. Ich habe ja auch äh, hier in, im Norden von Deutschland äh, Orakelkartenkurse mit diesen Bildern gemacht. Also das ist ja vorhanden. Das mhm. ist ja nicht so, dass man äh, diese Karten, je weiter man geografisch man von Österreich weggeht, äh, nicht mehr darauf eingeht. Ich habe übrigens einen äh, Kontakt auf Instagram aus Melbourne mhm. und der liegt auch regelmäßig mit traditionellen Orakelkarten. Also auch mhm. dort gibt es sie. Also ich meine, die haben wahrscheinlich äh, es über die verschiedenen Handelswege dann doch auch nach Übersee und anderswohin geschafft. Und ähm, ja, vielleicht noch, weil wir schon jetzt so bei der historischen Komponente sind, ähm, was hat es auf sich mit dem mittlerweile verpönten Titel, aber so hießen sie ganz lange Zeit, Zigeuner-Wahrsagekarten. Man könnte ja jetzt den Eindruck gewinnen, dass es mit den, dass es mit den Sinti und Roma, die man ja Früher auch Zigeuner genannt hat, zu tun hat. Aber gibt es da einen effektiven Zusammenhang oder ist das mehr ein Mythos? Also, äh, wenn man jetzt mal von den Karten weggeht, es war eine Auftragsarbeit. Mhm. Und äh, die, die die Auftrag äh, den Auftrag gegeben haben und das Geld dafür hatten, hätten sich niemals mit den Sinti und Roma, die damals äh, sehr sehr restriktive Auflagen hatten, mhm. äh, hätten sie sich niemals verbündet, verbrüdert, mhm. noch sonst was. Und umgekehrt: ja, ja. Kein Sinti, keine Roma-Familie wäre jemals in einen gutbürgerlichen Haushalt in Wien reingegangen und hätte dort denen gesagt, das müsst ihr auf die Karten malen. Mhm. Das sieht man auch wenn man sich ein bisschen in der äh, mythologie der sinti und roma äh, äh, vertieft äh, es kommt nicht das liebste oder das heiligste tier von, 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 von zigeunern drauf vor nämlich das pferd kommt nur einmal vor auf, auf der karte die reise mhm. und da eigentlich sehr sehr unästhetisch und so würde äh, kein, kein Sinti, kein Roma mit seinem Lieblingstier umgehen. Also das da sieht man schon, dort beginnt es. Ja? Also wenn man auf die Kleinigkeiten achtet. Also war es wahrscheinlich einfach aus PR-Zwecken, weil man wahrscheinlich mit dem Begriff in Anführungszeichen bitte immer Gesetz Zigeuner dieses Thema Wahrsagen verbunden hat. Ne? Das, was man, wir auch so kennen als Klischeebild. Man wollte, man wollte noch etwas anderes machen. Man mhm. darf ja nicht vergessen, wir leben wie die Karten produziert wurden, in einer sehr ähm, Übergangsphase. Ne? Napoleon hat gerade eine auf den Sack bekommen. Äh, in Wien hat man einen jungen Kaiser installiert, von dem sich alle Gruppen gehofft haben, ne, wir werden den, weil er so jung ist, schon äh, in unsere Richtung äh, bringen. Der wird dann schon das tun, was wir wollen. Ne? Franz Josef war ja zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr jung. Und jetzt... Hat man solche Karten? Mhm. Man hat zum einen aber auch eine, einen sehr starken Klerus und man hat eine Geheimpolizei, die alles bespitzelt, was noch ein bisschen ab der Norm ist. Mhm. Also muss man etwas tun, womit man nicht in Gefahr gerät. Also geht man her und nennt diese Karten Zigeunerwahrsagekarten. Mhm. Da kann man nämlich immer locker sagen, ja, das ist ja eh von dem fahrenden Volk, mhm. die ja sowieso äh, nicht ganz so koscher sind und wir alle nicht wissen, was die wirklich tun. Und auf die andere Seite kann man schön im Hinterzimmer, die Frauen natürlich, äh, mhm. ihre Liebesangelegenheiten befragen. Mhm. So. Alle sind fein raus. Die Kirche muss nicht irgendwelche äh, Aktivitäten machen, indem sie die Karten verbietet oder verbrennen lässt. Die Kartenmanufakturen können das drucken. Der Staat kriegt noch Steuern. Also es gibt nur Gewinner. Clevere Lösung. Ja. <laughs> Jetzt sind wir dabei, ja, gerade mit dem Begriff traditionelle Orakelkarten, also dass man sie nicht mehr äh, Zigeuner-Wahrsagekarten nennt, ist noch gar nicht so lange her, dass man da umdenkt. Ähm, und jetzt sind wir dabei, den Begriff traditionelle Orakelkarten oder wie jetzt gerade von dir erfahre Piatnik, traditionelle Wahrsagekarten, den Begriff mhm. neu zu prägen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da sehr gut dran gewöhnen, traditionelle Orakelkarten zu sagen dazu. Ja. Und ähm, ich finde, das hat auch, ähm, es ist ja ein Orakel, wenn man so möchte. Da könnten wir jetzt an verschiedenen Stellen abzweigen. Ich wollte aber vielleicht noch mal auf eins zurückgehen, bevor wir da jetzt ins Historische noch mal gehen. Weil wir waren ja auch so ein bisschen bei der Stelle, wo du so erzählt hast, was sie für dich in deinem Leben, also wie sie in dein Leben gekommen sind. Und ich würde würd gerne noch wissen, wie ist es denn dann weitergegangen? Also ist das so... Ähm, dass du so nach und nach entwickelt, das Interesse entwickelt hast, vertieft hast. Ich meine, du bist ja historisch auch ähm, sehr bewandert in dieser, in dieser Zeit. War das vorher schon so oder kam mit der Beschäftigung mit den Orakelkarten vielleicht auch dein historisches Interesse dazu? Ja, also Geschichte hat mich immer schon interessiert ähm, mhm. und äh, wie Leute leben auch immer. Also da war, war immer schon ein gewisses äh, Grundwissen da. Die, ähm, dass ich dann die Karten hatte, äh, kam zusammen, dass ich äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, freundlich bestimmt, ich könne ja Karten legen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, okay, gut, dann probierst du es auch mit diesen Karten. Und dann kam eben mein Kontakt äh, damals so um 97, 98, wo ich Max Polliter in Zürich kennenlernte, der mit diesen Karten gearbeitet hat. Mhm. Und äh, so kam dann eben ein vermehrter Austausch. Und äh, ja, ihr wisst ja alle, mit dem Essen kommt der Hunger. Mhm. Und so wurde es halt immer mehr, das Interesse wurde mehr, die Möglichkeiten, dass ich eben einer war, der nicht nur Lönnermore gelegt habe, mhm. sondern auch mit diesen äh, Orakelkarten, war dann auch wieder eine. Äh, ein, so ein boah, jetzt mach mal das mit diesen karten die sind ja einfacher das sind ja keine zahlen drauf da muss man sich nicht so viel mit häusern und sonstigen merken also das war schon immer auch ein ganz tolles äh, äh, merkmal und ähm, gelernt habe ich äh, ja gelernt habe ich mir durch äh, abgucken bei max Bolleter. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er mich zugucken hat lassen, wenn das mhm. natürlich auch die Klienten erlaubt haben. Und dann habe ich begonnen äh, hinzuschauen. Was sehe ich? Und weniger, was lese ich? Und mhm. das ist das auch, was ich immer wieder predige, auch in, in den Tarotkursen. Schau hin, was siehst du? Mhm. Was fällt dir in Kombination mit der Frage auf? Und das ist es, mehr nicht. Das ist auch das, was du, ich meine, wir haben ja ein paar Sendungen gemacht, wo wir immer paarweise Karten vorgestellt haben. Und ich bin ja da eher der Novize, der sozusagen dann sehr wissbierig ist. Ich muss zugeben, ich habe mit den Karten mittlerweile immer wieder mal gerne gearbeitet. Ich habe es dir ja auch schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe ja. es dir erzählt, dass ich an Silvester meine ja, also, Efezsuche gemacht habe. Und das hat unglaublich, also das hat die Leute unglaublich beeindruckt, weil... Ähm, Gar nicht so sehr, weil ich so eloquent die Karten absprechen sprechen lassen, sondern wenn man es genauso macht, wie du es sagst, oder einfach sagt, was siehst du da? Ja. Die Karten sprechen zu den Leuten und zwar auf eine Art und Weise, die mich wirklich erstaunt hat, weil ähm, wenn du den Leuten eine Tarotkarte hinhältst, ja, dann sehen die Leute nicht so viel, weil sie sozusagen ja oft von der vielleicht etwas. Verklausulierten, mystischen Darstellungsweise auch ein bisschen irritiert sind. Hier treffen wir eher Alltagsszenen. Jetzt hast du gerade die Liebe ähm, da, da liegen, aber das Bild des Amor mit den Herzen kennt, glaube ich, jeder. Auf keiner dieser Karten ist irgendein Bild drauf, das auf irgendeine Art und Weise, mehr jetzt oberflächlich gesprochen, nicht auch für uns sofort verständlich wäre. Also wir können reinschauen und wir sehen eine Szene, wie sie, wenn wir jetzt Mal davon absehen, dass es in einer vergangenen Zeit spielt, wo manche Dinge vielleicht von den Kleidungen und so weiter noch anders sind, wie sie nicht auch uns alltäglich passieren könnten. Und ich glaube, das ist das, wo du sofort, wir würden in der, in der, im, im Coaching-Bereich würde man sagen, die Anschlussfähigkeit an die Karten ist sehr hoch. Es braucht nicht viel, um einzutauchen. Aber was ich dann schon gemerkt habe, dann wiederum, wenn man das mit, wenn man wenn man bei dir lernt, die diese Karten zu äh, zu lesen, ähm, da hört es ja nicht auf, sondern dann fängt es an, spannend zu werden <laughs> und 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 dann auf einmal merkst du, dass diese, wie du immer so nett sagst, ich hab das, ich erlaube mir das einfach mal zu übernehmen. Du hast so oft von den entzückenden <laughs> Orakelkarten gesprochen und ich finde, das stimmt. Die sind ja. so entzückend, dass man irgendwie sie gar nicht aus der Hand legen möchte. Man blättert so durch und so und dann aber dann auf einmal, wenn die Karten anfangen zu sprechen, und wenn man das dann unter deiner Anleitung tut, merkt man, dass da sich wirklich ähm, Welten öffnen können. Ja. Und das finde ich äh, so faszinierend. Und noch spannender wird es dann, wenn dann zwei Karten zueinander kommen. Mhm. Drei Karten. Und dann beginnen Geschichten. Mhm. Und dann wird es spannend. Dann dann und äh, ich traue mir jetzt eine Prognose zu. Mhm. Wer sich in den Kurs reinsetzt, der äh, kann dann, wenn er sich äh, zutraut, bereits nach den ersten Tagen Geschichten erzählen. Mhm. Und dazu unterstützen uns die Karten, dazu bringen sie uns. Mhm. Und das ist das Tolle. Mhm. Da kommt gerade noch die Beobachtung von Claudia, dass sie auf Englisch immer noch Gypsy Fortune Telling heißt. Liebe Claudia, die Engländer haben nicht so ein Problem mit dem Begriff Gypsy wie wir mit dem Begriff ja. Zigeuner. Also das ist einfach völlig andere Baustelle sozusagen. Deswegen dürfen sie nach wie vor in England, auf Englisch natürlich so heißen. Ja. Ähm, ja, spannend. Da sind wir schon bei deinem Kurs. Und mh, was würdest du sagen, ist für alle, die sich jetzt dafür interessieren, also wir haben, ich möchte es mal betonen, der Kurs, das war, oft, äh, war auf deinem und auf unserem Wunsch hin, ist es ein sehr exklusiver Kurs. Also wir haben gesagt, wir wollen da jetzt nicht 50, 100 Leute drin haben, sondern wir wollen eine kleine Gruppe, die intensiv mit dir arbeiten kann. Und was würdest du sagen, mal abgesehen davon, ist es so ein typisches Merkmal von dir beim Unterrichten, worauf legst du großen Wert? Ich lege oder, oder ich freue mich immer, wenn ich merke, hey, ich habe die Leute mit Kleinigkeiten motiviert, selbstständig zu werden. Mhm. Und die, die schon mal einen Tarotkurs bei Kirsten oder und mir gemacht haben, die kennen mein Credo, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Weil es gibt immer die Situation. Und äh, ich habe ja äh, einige äh, Masterclasses bei Lilo Schwarz in der Schweiz gemacht. Mhm. Und äh, auch sie spricht immer wieder von der Kehrseite der Medaille, also dass jede Karte nicht nur die Sonne, äh, die, äh, die Sonne hat, sondern auch den Schatten hat. Mhm. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und das ist das eine, also das. Das möchte ich meinen, meinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern sehr gerne äh, schärfen und auch gleichzeitig äh, die Kreativität, dass mhm. eine Karte äh, nicht jeden Tag das Gleiche heißt, sondern dass ich auch hergehen kann und wenn ich fühle, dass gegenüber mein meine Klientin, mein Klient äh, in der Fragestellung schon äh, kreativer ist, dann darf das die Legung genauso auch sein. Und dann ist halt der Liebende. Wie man hier im Bild sehen, halt mhm. dann doch ein kleiner Teufel. Mhm. Ja. Aber ja. das entwickelt sich erst in Kombination mit den Fragenden und dessen Frage. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du sagst, die man durchaus auch überhaupt auf äh, Kartenpraxis und Kartenlegepraxis, ja sogar auf Praxis übertragen sollte. Das nämlich der Kontext entscheidet oder zu einem erheblichen oder zu einem größten Teil entscheidet, was die Bedeutung einer Karte ist und nicht mhm. die Karte gibt die Bedeutung. Das ist mir bei deinen Ausführungen, die wir gemeinsam gemacht haben, immer mehr bewusst geworden. Also darum hast du ja von Anfang an, als wir so anfingen, wie bringen wir das mit den traditionellen Orakelkarten? Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir eine nach der anderen. Dann hast du gesagt, mh, das ist nicht so eine gute Idee, weil äh, dann geht man zu sehr auf eine Bedeutung einer Karte und das ist aber am Ende dann nicht das. Was ja dann entscheidend ist, sondern eben mehrere Karten nebeneinander im Einklang, im Zusammenklang mit der Frage ergibt überhaupt erst die Bedeutung. Und das ist etwas, was du natürlich nicht einfach vermitteln kannst, wenn du eine nach der anderen machst. Ja. Und ich möchte noch was anderes vermitteln. Mhm. Wenn die Kursteilnehmer dann die Karten kennen, mhm. biete ich, das, äh, ich rede jetzt in die Zukunft, biete ich noch ganz etwas Spezielles an, nämlich die Kombinationsmöglichkeiten mhm. und zwar gehen wir dann und darum vielleicht auch äh, wird es selbstverständlich, warum es nur nur eine kleine äh, nur eine kleine Gruppe sein kann, die das macht. Dann geht es in die in das Lernen von Deuten rein und zwar, dass man sehr schnell mit allen 36 Karten arbeitet, mhm. so jetzt kann man hergehen und sagen Ja, ist denn der verrückt? 36 Karten und dann soll man schnell was machen. Leute, ich, ich verrate kein Geheimnis. Wenn ich äh, hier in Hamburg zu den äh, historischen Jahrmärkten gehe, dann arbeite ich mit diesen traditionellen Orakelkarten. Und dann wird jede Frage mit 36 Karten beantwortet. Mhm. Achtung, ich habe aber für diese Beratung insgesamt vier Minuten Zeit weil dann kommt schon der nächste. Das sind Wochenende, das sind um die 40.000 Menschen auf diesem Bauernhofgelände dort. Und darum musst du dann einfach schnell sein. Und darum, das ist möglich. Und das biete ich euch, das werden wir auch noch kommunizieren, dann in einem zweiten Schritt an. Aber dafür ist es wichtig, dass man hergeht und die Karten nicht stur auswendig lernt, eine nach der anderen, sondern dass man sich darauf einlässt, mhm. auf diese tolle Reise mit diesen 36 Bildern in deinem kurs der ja am kommenden montag beginnt ähm, äh, dort wirst du in fünf live-webinaren die wir über zoom veranstalten wirst du ähm, mit den teilnehmerinnen eben auch sehr eng zusammenarbeiten in form von meetings und du wirst in jeder sitzung ähm, wie viele karten vorstellen man kann sich das ausrechnen ja wir sind so bei sechs sieben 6, 7, was ja auch wieder die Möglichkeit gibt, auch wieder mit die Karten zu vergleichen. Also das heißt in, in so eine, ich mache das ja bei meinen Runenkursen auch, dass ich nicht einzelne Runen mache, sondern immer Runenpaare zum Beispiel kombiniere. Ja. Damit man gleichzeitig schon mal den ersten Blick dafür bekommt, dass, dass auch man auch besonders gut durch Unterschiede zwischen den Karten auf sich die Karten merken kann. Ja. Ähm und wir werden uns auch erlauben, Entschuldigung, du hast jetzt mit Runen einen wunderschönen äh, Hinweis gegeben, wir werden auch die Karten, die Verknüpfungspunkte zu den Runen, zu den Tarotkarten und zur Astrologie anschauen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil wir haben ja rätselhafterweise auf der Rückseite die Tierkreiszeichen drauf. Ähm, in einer auch ungewöhnlichen Reihenfolge, aber da möchte ich jetzt gar nicht erst drauf eingehen, aber das ist ja auch interessant, denn. In den Karten selbst, ja, finden wir, glaube ich, wenig konkret astrologische Hinweise. Gut, es gibt den Merkur, der mal auftaucht und so weiter, ja, und vielleicht ein paar, paar Sternchen am Himmel. Aber irgendwo scheint die Astrologie schon im Hintergrund zu wirken. Man könnte natürlich sagen, naja, man hat halt die Symbole draufgesetzt, damit es noch ein bisschen mysteriöser ausschaut. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da noch einen Hintersinn gibt, den du sicherlich den Leuten verrätst. Definitiv. Spannend. Ähm, ja, liebe Leute, ich möchte nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, ähm, dass es noch Plätze gibt in dem Kurs, ähm, aber sie sind limitiert und wer sich also heute entscheidet dafür, Bitte folgt dem Link, der hier in der Infobox in der Beschreibung äh, zu finden ist. Da findet ihr auch noch ein bisschen mehr Beschreibungen. Da findet ihr auch noch Verweise auf äh, Videos, die der Roy und ich gemacht haben zu den, zu den Karten, damit ihr euch das ein bisschen anschauen könnt. Und da findet ihr dann auch alles, was man so wissen muss zu dem Kurs. Und er findet in aber den heiligen mhm. ich gerade nicht. Was sagst du? Kann aber nicht sagen, woher das kommt. Also, ich höre dich. So, jetzt bist du wieder da. Ja, genau. Wie ich habe hab dich gehört. Ich war, ich habe einfach nur. <laughs> ja, da gibt es so irgendwie momentan eine Interferenz. Ich war eigentlich nur dabei zu sagen, ähm, dass sozusagen die, dass ihr auf dieser, auf der Seite einfach noch mehr Informationen findet und dass ähm, wir eben, dass es in den Heiligen Hallen der Geheimnisakademie stattfindet als Kurs mit einem eigenen Diskussionsforum, also, wo auch ein Austausch stattfinden kann und die Live-Webinare via Zoom stattfinden werden. So wie das einige von euch schon gewöhnt sind, die bereits Kurse in der Geheimnisakademie durchgeführt haben. Ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich sehe schon, Pulte d'Aqua ist eine, äh, macht das Tiroler Zahlenrad auf. Aber das, das sparen wir uns noch mal für was anderes auf, oder? Rui. Ähm. Also äh, zurückzukommen zu, zu meinem Weg. Ich habe dann ähm, ja, äh, immer, immer mehr und mehr mich mit, 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 den, äh, mit den Beratungen äh, an die Beratungen herangetraut. Äh, hatte dann auch einen sehr äh, kulanten Arbeitgeber, der mir erlaubt hat, äh, Karten zu legen, weil ich damals ja äh, offiziell kein Geld genommen habe, auch inoffiziell kein Geld genommen habe. Und äh, so bin ich dann immer näher und näher rangekommen und irgendwann war das Thema da ja, es soll ein Buch geben. Mhm. Und äh, das konnten wir dann äh, mit Kirsten und ich zusammen bei Königsfurt äh, realisieren. Mhm. Und äh, das, war, das erste Buch war in einer Reihe Liebe, Glück, Erfolg. Da gab es äh, einige äh, Kipper, Engelkarten. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es äh, mit Runen was gab. Also es, es war relativ ein breit gefächertes Programm. Und äh, dann war uns klar, wir müssen wir müssen rausgehen. Äh, das reicht nicht, denn das war irgendwie so ein, ein Büchlein mit 110 Seiten, also relativ nichts. Und äh, dann haben wir unseren äh, unser Highlight äh, geschrieben, nämlich einen Kursus im Kartenlegen. Und ein Kursus im Kartenlegen ist... Äh, das beste Buch, das wir bis anhin geschrieben haben, Kirsten und ich. Denn dort haben wir wirklich unser ganzes Herzblut reingegeben. Wir haben alle Karten miteinander kombiniert. Also da gibt es nicht einfach nur äh, Liebe mit äh, Geliebten Nehme, dann ist es der gleiche Text. Nein, nein, es ändert sich jedes Mal. Also da haben wir wirklich äh, reingebaut, da haben wir auch den Ablauf einer großen Beratung wirklich ein, 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 ein Ritt. Und äh, auf dieses Buch sind wir, obwohl es nicht mehr vertrieben wird, äh, immer noch stolz. Ähm, es ist auch vor jetzt einem Monat wieder in den mantischen Hafen zurückgekehrt. Also wir haben die Lizenzrechte wieder für und schauen, was wir daraus machen. Und äh, dazu nämlich äh, unser letztes Werk, die traditionellen Orakelkarten, das man im Set äh, erhält. Genau. Und äh, da haben wir uns wieder was. Äh, es wär, wir werden nicht die Mantika, die sich dann äh, immer was. Äh, Jetzt ist gerade die. Äh, ja. äh, der eine Teil, den kann man. Irgendwie bricht dein Ton immer wieder ab, hui. Und der zweite Teil ist auf unserer Homepage. Und mhm. dort kann man dann immer wieder neue Videos, immer wieder neue kreative Ideen dazu erleben. Okay, jetzt bist du wieder da. Da war vorhin jetzt so eine Tonunterbrechung, aber du hast wahrscheinlich das erzählt, ähm, dass eben das Besondere an dieser Ausgabe ist, dass man dort eben noch ähm, in einen, wenn genau. man entsprechendes, das entsprechende Rätsel lüftet mit einem entsprechenden Passwort. Wenn man das Passwort findet genau. im Buch, dann kommt man in die, in die geheiligten Hallen. Genau. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, das war doch wieder sehr aufschlussreich. Vielleicht hat es ja den einen oder dem anderen noch den Impuls gegeben, sich doch noch mal näher mit den traditionellen Orakelkarten auseinanderzusetzen. Ich bin sehr stolz darauf und auch sehr glücklich, dass wir in der Geheimnisakademie eigentlich die Einzigen sind gegenwärtig, die das einem breiteren Publikum vorstellen gerade. Und noch glücklicher bin ich natürlich, dass du es bisher der das macht. Denn ähm, ich glaube, man kann keinen besseren Experten dafür gewinnen als dich. Und insofern ist dieser Kurs natürlich auch wirklich ähm, so ein Herzstück für uns. Und ähm, ja, und wer sich jetzt dafür noch interessiert, meldet euch an. Ähm, es gibt noch ein paar Plätze und. Ähm, dann äh, könnte es nächsten Montag schon losgehen für euch, in die fantastische Welt, die zauberhafte Welt oder auch entzückende Welt der traditionellen Orakenkarten einzutauchen. Die entzückende Welt. Die entzückende Welt. Und ähm, <laughs> mir hat es zum Beispiel, weißt du, was mir so viel Spaß gemacht hat? Ich habe ja diesen Trailer gemacht, der kommt ja Gott sei Dank gut an. Es hat mir so viel Spaß gemacht, in diese Stimmung einzutauchen, in dieses österreichische, ich weiß, nicht, ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, aber. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend. Also, es hat mir einfach Spaß gemacht, da in diese Welt einzutauchen, in diese Bilderwelt einzutauchen. Und ich glaube, mhm. ähm, Rui, wenn du vielleicht noch ein paar Worte ähm, an, an unser Publikum richtest, werde ich danach den Trailer noch einmal abspielen, so zum Abschluss für den heutigen Abend. Und welche, und welche Worte soll ich würdevoll. Äh, <laughs> Raushauen. Ach, oh, ruhig, da fällt dir doch was an. Ähm, Vielleicht, vielleicht äh, etwas, auch, auch jetzt lüfte ich ein bisschen ein kleines Geheimnis. Äh, Christopher hat einen wunderschönen... Christopher kann gar nicht anders. Ich <laughs> kann gar nicht anders Trailer machen. Ähm, er hat einen wunderschönen Trailer gemacht. Nur für mich ist das Ganze immer ein bisschen zu langsam. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hättet <laughs> ihr hier die tritt <laughs> wahrgenommen. <lacht> Und da wäre das Ganze ein bisschen schneller abgelaufen. Und ich habe dann gesagt, als ich das mir gedacht habe, äh, der kriegt Leute den Herz. Ich habe mir immer gesagt, wenn wir jetzt die können, nehmen, kriegen wir uns den Herzkaschball, wenn sie es anschauen. Aber würde natürlich auch gut passen, aber natürlich ein Walzer, Rui, im Walzertakt, da schweben wir doch ja, über die Tatsächliche. Das Tage. machen wir gerne und wenn die Sandra äh, von uns überzeugt ist, dann machen wir den übernächsten Kurs in Wien in, äh, auf der Gloriette. Da wollte ich immer schon mal Karten legen, aber ich hatte immer Angst vor den st st strengen Barkwächtern. Ich würde mal sagen, es wird auch noch gefragt, in welchem Turnus wir den Kurs anbieten werden. Wir werden sicherlich, eine, wir werden sicherlich noch einmal einen Turnus anbieten. Ähm, wann und wie das schon stattgeht, hängt natürlich auch ein bisschen von unseren Kalendern ab, die sich ja schon jetzt yes bis in die Zukunft schon füllen. Aber es ist auf ähm, alle Fälle eine Wiederholung geplant, also keine Sorge. Wer es diesmal nicht geschafft hat, merkt sich das bitte vor. Ja. Ähm ich möchte mich bei dir bedanken, Christopher, dass äh, es möglich ist, diesen Kurs anzubieten. Ich äh, freue mich schon sehr darauf. Ähm, es wird spannend, es wird toll werden. Euch da draußen, danke für eure. Äh, ja, ich, ich, ich finde eure Community sehr, sehr angenehm. Also ich finde auch, dass äh, ihr euch gegenseitig sehr, sehr helft. Das äh, war auch letztens eine Diskussion zwischen Kirsten und mir mhm. und das finde ich sehr, sehr toll. Das hat auch mit dir zu tun, Christopher. Du hast eine ganz tolle Gruppe um dich geschaut. Äh, Chapeau. Ähm, mir bleibt nur, euch noch mal darauf hinzuweisen, äh, getraut euch mit mir auf diese Reise mit den Traditionellen Orakelkarten zu gehen. Es wird genial. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, außer euch allen noch einen wunderschönen Abend. Gehabt euch wohl. Küsst die Hand. Und wie man <laughs> noch sagen muss, Servus, Baba. Das war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Genau. <lacht> <lacht> Lasst euch gut gehen. Wie noch einen schönen Abend, Rui. Dankeschön. Und euch da draußen bis zum nächsten Mal. Never give up.